hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserer Hof Bergmann Map. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zu unserem Old Meat Sand Projekt. Wie ihr seht, habe ich offline hier dieses Feld 1 fertig mit dem Tiefglockenrohr fertig gegrubbert bzw. gepflügt, damit wir hier eine Saat draufbringen können. Da hatten wir ein bisschen unsere Probleme. Und da sind wir jetzt gerade fertig geworden. Ich sagte ja, ich mache das mal nebenher ein bisschen. War da doch ein bisschen langweilig, wenn ihr da mal zuschauen müsst. Das haben wir jetzt hier gerade erledigt. Und dann bringen wir den Tiefenblockerer zurück. Ich meine, der gehört jetzt, so viel ich weiß, auch uns. Lasst mich da mal schön schauen, ob das tatsächlich so ist. 200p, gemietete, jawohl, das ist unsere. Das heißt, den bringen wir zum Hof zurück. Und dann können wir hier gleich mit der Ansaat weitermachen. Wir wollten hier ja Mais drauf machen. Und das werden wir dann auch tun. Allerdings werde ich jetzt erstmal hier, was wir hier schon lange mal machen wollten, einfach mal ein bisschen was putzen. Ja, dann kann man eigentlich schon rausfahren. Wo haben wir denn unsere ganzen Traktoren? Dann packen wir die jetzt mal hier ein. Und zwar schnappen wir uns hier unseren Fendt mit den tollen Reifen. Und dann wollen wir da mal kurz aufräumen. Schauen wir hier einen ewigen Stau. Fahren wir dann natürlich gleich mal um. Nein, den Ladewagen stelle ich jetzt mal hier rein. Später möchte ich hier alle Fahrzeuge hier reinstellen und vorne dann die Hänger, obwohl wir vorne ja eigentlich auch Platz hätten, aber dann stellen wir jetzt erstmal hier rein. Das können wir dann immer noch mal abändern. Hier haben wir jetzt erstmal noch Platz. So, einmal Zwetschge. Dann der hier braucht auch dringend eine Wäsche, so wie der ausschaut. Das wollen wir auch mal kurz machen. So, dann haben wir den Platz reinfahren. Ja, sind wieder meine tollen Fahrkünste, wie ihr seht. So, jetzt, ja, Hauptsache ist irgendwie da drin. So, nicht schön, aber selten. Genau. So, dann wollen wir den hier mal aussäubern. So. Weil der hat keine braune Farbe, sondern der ist in Gelb. So, inzwischen hat sich auch auf unserem Fünferfeld ein Unkraut gebildet. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Das heißt, da müssen wir auch gegen Unkraut dann was machen. Ich habe schon festgestellt, wir sind schon in der Wachstumsstufe, wo Moment, jetzt müssen wir gucken. Das kann man ja normalerweise mit dem Striegel wegmachen. Aber leider sind wir schon so weit, dass das da nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, wir müssen da notgedrungen dann doch schon zu härteren Maßnahmen greifen und das Unbiologische wählen. Ne? Das heißt, wir müssen zum Unkrautvernichter greifen und das werden wir dann auch noch jetzt tun. Allerdings wollte ich zuerst mal noch unser anderes Feld, den Mais, ansehen oder ansehen, dass das wieder wachsen kann. So, dann stellen wir uns das Gerät hier auch mal rein. Jetzt machen wir auch gleich mal eine Wäsche draus. So, dann machen wir hier mal aus, ein bisschen sparen. Ich habe auch dringend eine Wäsche. Gehört schließlich auch mal dazu, dass man hier die ganzen Fahrzeuge mal ein bisschen putzt und reinigt. Ja, ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken für die Däumchen und die vielen Kommentare von euch. Ja,
die einen oder anderen. Es hilft mir doch immer sehr. Wir kommen da gemeinsam auch voran. Und ich versuche immer das eine oder andere dann auch umzusetzen im Spiel. Und ja, dürft euch gerne noch ein bisschen mehr beteiligen, wer möchte. Auch über Däumchen, wie gesagt, freue ich mich. Momentan zeige ich die Däumchen nicht an, weil ich immer so ein paar Kasper drin habe, die immer negative Werte abgeben. Aber gut, das hatten wir schon mal das Thema. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. So, das stellen wir das mal hier ab. Ganz genau. So. So, dann haben wir hier den Umladetrigger. Okay, ich würde mal sagen, den hängen wir hier mal ab. Der hat natürlich auch inzwischen schon eine Sauberkeit an sich. Das ist unglaublich. Was haben wir denn hier? Rubin, ja, das brauchen wir noch, ganz genau. So, ja, dann fahre ich jetzt auch mal rüber, dass wir die mal alle ein bisschen beieinander haben. Und dann wollten wir ja loslegen, ein bisschen was anzusäen. Und zwar den Mais, da muss ich jetzt mal gucken. Ich meine, da bräuchten wir eine andere Saatmaschine. Ich glaube, dass das mit der hier nicht funktioniert, die wir hier gerade in der Reparatur drin haben. Das muss ich mir noch mal kurz anschauen. So, wenn wir dabei sind, dann wollen wir den hier auch gerade mal kurz putzen. So, gutes Stück. Genau, dann strahlt der Gute auch wieder vor sich hin. Und dem auch noch ein schönes Plätzchen gönnen. Wir stellen uns einfach mal hier bereit. So, ganz genau. So. Ja, ich wollte schauen, was haben wir hier denn für Saatmaschinen, Ansehmaschine, was haben wir denn hier alles rumliegen? Wir haben die Spirit, damit können wir kein Mais ansehen, das heißt, wir müssen uns da was ausleihen. Yes, so ist es. Lasst mich mal schauen, was haben wir denn hier? Sätechnik, Einzelkorn. Wir brauchen Mais. Wir haben die Amazone. Was haben wir denn in den Mods? Leider nichts Älteres. Schade eigentlich. Das ist ein Zusatztank. Damit kann man Felder bestellen. 6 Meter. Jo, Tempo V8. Wie viel PS brauchen wir da? 150. Ich würde mal sagen, die mieten wir uns mal an. Und dann schauen wir mal, mit welchem Gerät wir das holen können. Welchen Traktor? 150 PS brauchen wir. Was nehmen wir da? Der Fendt hätte die 150, der hat 110, 85, der mit 300 kann so oder so. Na, ja, der hatte die Pflegebereifung drauf. Ich würde jetzt mal noch tatsächlich die MF nehmen. So, steigt man wieder in diesen hier ein.
Und dann wollen wir natürlich auch mal schauen, was haben wir denn hier lagertechnisch da. Was haben wir hier drin? 733 Liter an Saatgut. Haben wir hier noch Saatgut? Hier haben wir Kalk, hier oben Dünger und Saatgut. Ein bisschen haben wir noch was da. Ein bisschen haben wir hier auch noch drin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch Dünger haben. Deswegen würde ich ein Päckchen Saatgut gleich noch kaufen. Um die Sackmaschine erstmal voll zu kriegen. Ich glaube, Dünger haben wir tatsächlich noch. Naja, das ist jetzt auch nicht mehr die Welt. Fahren wir kurz zum Shop. Ich finde, die Weide ist so leer. Sollten wir dringend auch mal für Kühe sorgen. Oder was meint ihr? Ich denke, auf so eine Weide, da können unbedingt Kühe. Die bringen uns ja auch Milch, um Käse, Butter und so herzustellen. Und auf der Weide, meines Wissens, brauchen die auch nicht ganz so viel an Nahrung und so, wie es jetzt im Stall benötigt wird. Wir schauen uns das dann gleich mal an. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge hat man das Feld mit dem Tiefenlockerer angefangen und fast fertig gemacht. Wir haben hier auch noch Aufträge zu erledigen, die wir noch erfüllen müssen. Deswegen steht hier eigentlich ziemlich alles recht voll. Aber momentan sind wir jetzt halt etwas... So. Jetzt fahren wir dann ein Stückel vor. Und na, 3200, das kostet halt auch Geld, ne? Aber es hilft nichts. Ein bisschen Dünger und dann brauchen wir noch. Das war schon hier. Päckchen Saatgut. So. Dann werden wir mal die beiden auffüllen. Kein Saatgut, Dünger meine ich. Da müsst ihr doch Dünger nehmen. Ich habe natürlich das Falsche gekauft. Ihr habt wahrscheinlich alle geschrien, halt. Und schon war es das Falsche. Natürlich brauche ich diesen hier. So. Und damit können wir es dann auffüllen. Okay. Gut. Ich frage mich, ob wir das wieder verkaufen können, aber ich glaube, der wird das nicht annehmen. Im Shop. Wir probieren das mal.
Indem wir das mal reinstellen. Ich versuche das jetzt einfach mal, aber das macht's. Aber ich glaube, das können wir nicht wieder verkaufen. Haben wir falsch gekauft und das mit eh kaum Geld in der Tasche. Aber gut, zur Not muss man halt dann auch mal einen Kredit aufnehmen, wenn es dann nicht anders mehr geht. Flüssigdünger brauchen wir natürlich nicht. Mal schauen, was er davon hält. Gehabt. Es ging. Sehr schön, dass das geklappt hat. Aber wir müssen ein bisschen Geld wieder zurückbekommen. Dann lassen wir den hier stehen und schwingen uns hier in diese Maschine. Mais ist, glaube ich, schon eingestellt. Jawohl. Düsen wir zum Feld und starten, würde ich sagen. Der Ansaat von Mais auf diesem Feld Nummer 1. Ja, auf der Karte gibt es unheimlich viel zu entdecken. Wir kommen nur verhältnismäßig langsam voran. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass das ein bisschen langsamer geht und nicht so hoppla hopp eins nach dem anderen geht, sondern wir das einfach langsam machen und wir hier und da dann doch auch noch ein bisschen vor Problemen stehen. Wie es einfach ist, wenn man eine Karte verhältnismäßig neu beginnt und nicht alles so kennt. Also mir macht die Karte auf alle Fälle Spaß. Ich spiele sie unheimlich gerne. Ich hoffe, es ist für euch auch interessant, ein bisschen zuzuschauen. Jetzt funktioniert das auch wunderbar mit dem Mais hier. Mal gucken, wie viele Portionen wir hier nachfüllen müssen, bis wir hier durch sind. Ich sehe schon Dünger und Saatgut. Das müssen wir gucken, dass wir das recht schnell produzieren können. Gut, wir können das nachkaufen, klar. Wir haben ja die Möglichkeit, das oben einzukaufen. Aber wenn es doch die Möglichkeit gibt, das quasi selber herzustellen, wären wir blöde, wenn wir das dann nicht angehen, das zu tun. Dünger ist schon fast alle. Das geht ratzfatz hier mit dem Dünger, sehe ich. Wenn wir hier mal unser Ding einschalten, unser GPS. Trigger. Jawohl. So. Dann trotzdem noch unser Vorgewende hier weiter. Dünger schon fast wieder alle. Da müssen wir wohl ständig nachfüllen. Aber dazu ist es all dann, ne?
So, dann war es das jetzt erstmal. Moment, es geht nicht weiter, weil wir stoppen hier jetzt erstmal. Ich würde gerne den Gator hier nehmen. Wo stehst du denn? Hier mit Wasser. Okay. Ja, komm. Aber Wasser brauchen wir jetzt hier mal kurz nicht einfüllen. Deswegen müssen wir auch noch wegmachen, diesen Berg hier. Bringen jetzt diesen Wasserkanister erstmal nach unten. Dann holen wir den anderen Hänger heraus. Lass mich mal schauen, was haben wir denn für Lademöglichkeiten inzwischen. Haben wir vielleicht so einen kleinen, wir könnten es uns ein klein wenig einfacher machen. Aber wir können uns das wahrscheinlich nicht leisten. Also wir haben die Möglichkeit, hier ist er ja. Wo steht der denn? Muss ich mal schauen, wo der rumsteht. Ja, man sollte einfach ein bisschen mehr aufräumen, dann hat man es ein bisschen leichter beim Wiederfinden von den ganzen Gerätschaften. Ich vermute mal, der steht vielleicht noch oben. Dann fahren wir da wieder nach. Hier steht er also nicht. Einmal rundherum gefahren, da steht er nicht. Rechts ist auch eine schöne Halle gewesen. Da kann man vielleicht sogar das eine oder andere auch unterstellen von unseren Geräten. Aber gut, Platz haben wir hier ja auch noch. So ist es nicht. Diesen hier wollte ich gerne haben. So, ich denke, damit können wir ein paar Palettchen aufladen. Düsen wir zum Shop. Gucken wir mal, wie viele Paletten wir hier drauf bekommen. Wir haben hier den Autolader drin. Den Dünger und das Saatgut mit zum Feld. Dann können wir das vor Ort immer schön nachfüllen. Ja, durch die vielen Kleingeräte geht es halt noch ein bisschen langsam voran. Aber Stress gibt es eh den Tag genug. Jo. Ja, die nächsten Tage wird auch die Ellerbach, unser Roleplay, vermutlich weitergehen. Da sind wir schon wieder in der Planung.
dass es da auch vorangeht. Da könnt ihr euch freuen. Da gibt es wieder ein paar weitere Folgen. Und auch die Obertal geht natürlich weiter. Ja, ich habe auch das Strategiespiel von Paradox mal wieder ausgegraben, das Stellaris. Schaut einfach mal rein, ist auch eine sehr interessante Sache. Das hat mich echt mal wieder gepackt, die Tage. Das wollte ich jetzt unbedingt mal wieder eingehen, doch mal wieder ein bisschen damit spielen. Und gut, viele wird es wahrscheinlich nicht interessieren, die jetzt hier den LS anschauen, aber ja, schaut einfach mal rein. Vielleicht ist doch das eine oder andere dabei, das habe ich mit interessiert. Ich werde das jetzt hier zwar einschalten, den Modus, aber ich mache jetzt quasi so eine halblebige Geschichte. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde zwar autoloader-technisch das probieren machen, aber wir laden es trotzdem hier so auf. Komme ich hier rein? Genau, so habe ich mir das gedacht. Das heißt, wir können es so halbautomatisch, ne? Dann ist es ein kleiner Kompromiss. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich vergurke mich dann hier nicht in so Kleinigkeiten. Aber wir haben trotzdem dann so eine Halbautomatik hier laufen. Ich hoffe, das ist ein bisschen in eurem Sinne. Machen wir zwar schon ein paar Dinge manuell, aber dann doch ein bisschen mit der neuesten Technik. Old Meziang, sage ich immer nur, ne? Das Motto und. Eieiei. Noch ein bisschen weiter runter. Gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Ich krieg's mit dem Rückwärtsgang gerade nicht so gebacken. So, nur das Problem, dem ich noch ein bisschen tiefer muss. Jetzt haben wir es. Ja, ich glaube, ihr wollt das nicht sehen, eine ganze Folge lang, wie ich mich hier mit Paletten rumstreite. Ich weiß, Übung macht den Meister, aber so viel üben kann ich gar nicht. Damit ich hier ein Meister werde des Faches. Deswegen ist es, glaube ich, so besser. So, machen wir hier hinten die Gurte dran, dass die Paletten uns hier nicht runterfliegen. Fahren zum Fell damit. Und dann können wir unsere Saatmaschine auffüllen. Ich finde, sowas ist ein... Ups, sowas natürlich nicht, aber ich finde, sowas ist ein Bildchen auch wert. Ich habe hier inzwischen auch diesen Mod hier installiert, den Easy Development. Ist eine ganz feine Sache, finde ich. Das kann man allerhand machen. Zum Beispiel alles Mögliche ausblenden. So kann man ein schönes Bildchen machen. Ganz genau. So. Dann wollen wir das aber wieder einschalten. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Bergmann-Folgen oder auch meiner anderen Videos. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.